So, wir machen weiter mit unserem Protokoll, mit unserem Musterprotokoll, unserem Grundgerüst, wie das funktioniert. Wir kommen zur sogenannten Auswertung. Wenn wir jetzt schlau waren, haben wir hier die entsprechenden Quotienten schon in der Tabelle. Wenn wir es vergessen haben, machen wir die Auswertung, sprich das, die Quotienten ermitteln, hier aus U und I, machen wir sie eben dann jetzt. Das ist also auch kein Problem. Wir wissen auch, dass zum Beispiel eine Auswertung bedeuten kann, wenn ich sage, es geht um Proportionalität, dann brauche ich einen Graphen, der schön gerade ansteigt. Wenn ich jetzt aber hier solche Knicke drin habe, dann kann was anderes passieren. Dann kann der Graph meinetwegen eine ganze Weile geradeaus laufen, dann macht er plötzlich einen Knick. Da muss ich mich hier drum kümmern. Also das wäre auch möglich. Das ist nicht zwingend nötig, weil hier ist es leicht zu sehen, dass der Quotient eigentlich normalerweise gleich bleibt und nur ein bisschen abzuweichen scheint. Hier allerdings mehr und so weiter. Also hier kommt die eigentliche, hier in diesem Fall, Quotientengleichheit überprüfen. Also ist U durch I wirklich immer konstant? Darum kümmere ich mich und sage einige Sätze dazu. Quotientengleichheit überprüfen, beziehungsweise nicht sagen, sondern und Ergebnis aufschreiben. Der Satz könnte dann eben so aussehen, dass ich sage, der Quotient bleibt in weiten Bereichen der Spannungserhöhung gleich und ab einer bestimmten Größe weicht mir der Quotient komplett aus der ganzen Sache ab oder. Das, was ich sehe, das sage ich dann. Gut, Fragen dazu. Ich habe den Satz nochmal allgemein formuliert, also aufschreiben, was wir sehen. Allgemein deswegen in Schwarz. Das ist die Auswertung als solche. Jetzt kam schon die Frage, ja, was machen wir denn dann mit solchen Ausreißerwerten hier? Mit solchen Sachen hier. Ne, das geht ja total auseinander. Das wird Gegenstand der Fehlerbetrachtung sein, wenn wir es nicht heilen können. Wenn wir sowas sehen, dann versuchen wir bei 4,4 Volt nochmal nachzumessen. Vielleicht haben wir uns ja vermessen. Es kann ja sein, dass 25 gar nicht 25, sondern durchaus 40 mA waren. Wir haben auf eine falsche Skala geguckt oder. Ist aber nicht Gegenstand der Fehlerbetrachtung, wenn wir falsch ablesen oder wenn wir falsch eintippen in Taschenrechner. Das nicht. Ich komme jetzt aber gleich drauf. Also zur Fehlerbetrachtung. Fehlerbetrachtung bedeutet, solche Ausreißerwerte anzuschauen und auch auszuwerten. Also, wir werden jetzt mal Gründe dafür zusammentragen. Ich schreibe mal gleich vorweg. Keine Rechenfehler. Das gehört da nicht mit rein. Keine Rechen- bzw. Ablesefehler, die gehören da nicht dazu. Sondern solche Abweichungen wie zum Beispiel hier 0,108 als Quotienten. Also, lasst uns mal Dinge zusammentragen, die hier in diesem elektrischen Fall wirklich zu Fehlern führen können. Sehr schön, Temperatur am Widerstand hat sich geändert. Das haben wir schon aus der Erfahrung gemerkt. Da passiert dann sowas, dass der Widerstand plötzlich steigt. Schaut in anderen Videos nach, wenn euch das hier seltsam vorkommt. Dann ist unser Ohmsches Gesetz natürlich nicht mehr ganz so eindeutig nachzuvollziehen. Was gibt es noch für Fehler? Erinnert euch mal dran, wie wir gemessen haben. Und wir haben ja nur ein Spannungsmesser. Ne? Wir haben ja nicht alles gleichzeitig angeschaltet, sondern wir fummeln da richtig rum. Was könnte es noch sein? Ja, richtig. Es gibt ungenaue Messgeräte. Wir haben das zum Beispiel festgestellt, als wir mal den Messbereich umgeschaltet haben. Ungenaue Messgeräte. Haben wir meinetwegen 15 Volt als Maximalwert und haben bei der 15er Skala 1 Volt abgelesen, haben das Messgerät dann auf 5 Volt umgeschaltet, dann haben wir vielleicht 1,1 Volt gemessen. Ja, welcher von beiden stimmt? Das wäre ein Beispiel. Was war noch, wenn wir stets reingestöpselt, neu verbunden, rausgezogen, Kabel hier, Kabel da. Richtig, hier in diesem elektrischen Fall natürlich ganz typisch Wackelkontakt, sagt man dazu. Machen wir uns mal Folgendes klar. Wenn ich zwei Metalle, ich mache das mal so jetzt hier, ich habe zwei Metalle, zwei Stäbe meinetwegen, und ich berühre die nur vorsichtig, dann habe ich hier an dieser Stelle, hier, habe ich eventuell ein bisschen Schmutz und schon leiten die nicht so gut. Das heißt, obwohl das eigentlich diese
Kabel, wenn es Kabel sein sollen oder Stecker sein sollen, obwohl die eigentlich ideal keinen Widerstand hätten, haben sie plötzlich doch einen, weil ein bisschen Schmutz dazwischen ist, weil vielleicht die Kontakte oxidiert sind und so weiter. Oder gar, wenn sie zu locker sind, durch die häufige Benutzung wissen wir das, kann es sein, dass so ein Stecker nicht fest genug sitzt und deswegen einen Wackelkontakt bringt. Ganz genau. Wunderbar. Was gibt's noch? Richtig. Auch ein Kabelbruch. Ach so. Auch ein Kabelbruch. Na klar. Alles das kann passieren. Und kennen wir auch, vielleicht schon mal zu Hause gemerkt, na nu, das Ding geht oder geht nicht, je nachdem, wie ich das Kabel irgendwie nochmal hin und her biege, dann ist das sowas ähnliches wie ein Wackelkontakt, ganz genau. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen und sagen, pardon, diese Fehler, also ungenaue Messgeräte und so weiter, was wir hier in Blau aufgeschrieben haben, die können alle solche Fehler hervorrufen, die unseren Quotienten geringfügig schwanken lassen. So, allgemein, Fehlerbetrachtung bedeutet, man legt das schriftlich nieder und zwar unbeabsichtigte und vor allem unbeeinflussbare Fehler aufzählen, na, hier ist das E verschwunden, die geringfügige Abweichungen vom erwarteten Ergebnis hervorrufen. Also nochmal, das hier, das weicht gar zu sehr ab. Aber selbst das können wir nicht beeinflussen, wenn wir sagen, verdammt nochmal, jetzt guckt mal, ob ein Wackelkontakt ist, ob der Stecker richtig, ob wir das Messinstrument richtig eingesteckt, ja, alles richtig, und wir kriegen trotzdem sowas raus, dann müssen wir das mit berücksichtigen und müssen sagen, ja, dann kann es die Temperatur am Widerstand gewesen sein, die so stark gewachsen ist. Das heißt aber, dass wenn wir dann weitergehen, 5 Volt, 6 Volt, 10 Volt, dass dann hier auch weiterhin der Widerstand gestiegen sein muss, also der Quotient gestiegen sein muss. Nochmal, unbeabsichtigte und vor allem unbeeinflussbare Fehler aufzählen, welche geringfügige Abweichungen vom erwarteten Ergebnis hervorrufen. Jetzt nehmen wir mal an, obwohl das Quatsch ist, denn das Ohmsche Gesetz gilt ja, jetzt nehmen wir mal an, dieser Quotient, der wäre wirklich ganz, aber meinetwegen sogar ganz gleichmäßig wachsend. Nicht ein Zickzack hin und her aus Wackelkontakten, sondern der würde ganz gleichmäßig anwachsen. Zum Beispiel. Dann müssen wir eins zum Schluss auf jeden Fall machen. Und zwar, hat sich die Hypothese bestätigt? Oder nicht? Genau das, also darauf müssen wir nochmal Bezug nehmen. Dazu einen Satz schreiben. Ne? Also deswegen aber in Rot, das ist wirklich allgemeingültig, das muss unbedingt wieder ran. Wir haben ja gesagt, wir wollen etwas irgendwie behaupten, dass es so und so ist, werten jetzt alles aus, sagen, naja, Kleinigkeiten, das war vielleicht wegen der Messgeräte oder wegen irgendwelcher anderen kleinen Dinge oder Temperaturerhöhung der Widerstände und so weiter. Und dann aber alle Fehler sind so weit im grünen Bereich, dass man sagen kann, naja, Kleinigkeiten, da kann ich mit leben. Und jetzt trotzdem, nach der ganzen Auswertung, hat sich die Hypothese bestätigt, ja oder nicht? Und dazu einen Satz schreiben. Also, jetzt schreibe ich es mal hin. Dazu einen konkreten Satz schreiben. Also auf die Hypothese bezogen. Konkreten Satz schreiben. Das gilt allgemein. In unserem Fall könnte man es in Blau sagen, wenn wir jetzt noch diesen roten Ausreißer rausgenommen haben und alles stimmt wieder, wir haben nochmal nachgemessen, es passt immer bis auf ein paar Kleinigkeiten, könnte man dann sagen, ja, U verhält sich, das schreibt man dann wirklich als Satz und nicht bloß U proportional zu I, zu allen, also U gesamt, Entschuldigung, U gesamt verhält sich zu allen anderen Werten proportional. Da muss ich jetzt nicht die einzelnen aufführen, zu allen anderen, ne? Proportional. Peng. So, jetzt noch ein Beispiel für Bio hinten angefügt, also zu solchen Messfehlern. Nehmen wir mal an, wir wollen sagen, ein Huhn legt an jedem Tag ein Ei und ich finde wirklich, erster Tag, zweiter Tag, jedes Mal ein weißes Ei. Ich kann damit leben, am vierten Tag ist nichts da
Und am fünften Tag legt das Biest dann plötzlich zwei Eier. Okay, kann ich mit leben. Am sechsten Tag legt es wieder ein Ei. Am siebten Tag finde ich plötzlich drei Eier und zwar zwei braune dazu. Da muss ich mich um so einen Messfehler kümmern. Dann sage ich, wenn das Huhn immer weiße Eier legt, wo kommen dann die braunen Eier her? Da kann ich die dann also rausstreichen. Das wären nicht ein Fehler von der Fehlerkategorie unbeabsichtigt, unbeeinflussbar, das ist Beschiss. Da haben sich andere Hühner mit draufgesetzt und dachten, das macht vielleicht Sinn. Also solche Fehler, die muss ich dann selber ausmerzen. Aber ich kann mit solchen Fehlern leben, dass es mal einen Tag keins und nächsten Tag zwei sind, denn im Durchschnitt bleibt es eins. So, ich schließe das Video an der Stelle ab. Das mag uns immer als Grundgerüst dienen. Ja, Schluss dafür.